Hallo, Python-Programmierung richtig einrücken. Viele Programmiersprachen kennen bestimmte Kontrollstrukturen, die den Programmfluss in besonderer Weise beeinflussen. Hier ein Beispiel in Pseudocode: Zähler gleich 1, solange Zähler kleiner gleich 5 wiederhole. Gib Zähler auf dem Bildschirm aus, erhöhe Zähler um 1, gib fertig auf dem Bildschirm aus. Klar, hier wird der Zähler von 1 bis 5 hochgezählt und jeweils auf dem Bildschirm ausgegeben. Aber wie oft wird fertig auf dem Bildschirm geschrieben? Es wird deutlich, dass dem Interpreter-Compiler irgendwie mitgeteilt werden muss, welche Information noch zur Kontrollstruktur gehört und wo der normale Programmfluss fortgesetzt wird. Viele andere Programmiersprachen lösen das Problem mit geschweiften Klammern, die Anfang und Ende des auszuführenden Codeblocks markieren. In Python gibt es ja die Klammer nicht. Zusammengehörende Codeblöcke müssen gemeinsam eingerückt werden. So zum Beispiel gib Zähler auf dem Bildschirm aus, erhöhe Zähler um 1. So weiß der Python-Interpreter, dass nur Zeilen 4 und 5 zur Kontrollstruktur gehören. Fertig wird nur einmal auf dem Bildschirm ausgegeben. Wäre auch Zeile 6 eingerückt, würde fertig ebenfalls 5-mal ausgegeben. Das Einrücken ist eine Besonderheit von Python und einigen wenigen anderen Sprachen, die das Lesen des Quelltextes vereinfachen soll. Der Benutzer wird gezwungen, sinnvoll einzurücken. Wie viel eingerückt wird und ob es mit Leerzeichen oder Tabulatoren geschieht, bleibt dem Benutzer überlassen. Es muss nur einheitlich sein. Sobald Leerzeichen und Tabulatoren gemischt werden oder an einer Stelle mit 4 Leerzeichen eingerückt wird, an anderer aber mit 3, kommt es zu Problemen und das Programm wird sehr wahrscheinlich nicht richtig ausgeführt werden. Allgemein wird das Einrücken mit 4 Leerzeichen empfohlen. Fast jeder gängige Texteditor ist heute in der Lage, statt Tabulatoren Leerzeichen einzufügen, sodass dem Benutzer durch die Verwendung von Leerzeichen keinerlei Nachteile entstehen. Ciao und viel Glück!